Richtig, diese Herren fangen erst an, die Stuck-Brüder, dritte Generation der berühmten Rennfahrerfamilie. Ich heiße Johannes Stuck und ich bin definitiv schneller als mein Bruder. Ich bin Ferdinand Stuck und ich bin definitiv schneller als mein Bruder. Doch wer kann die neue, von AMG scharf gemachte Mercedes C-Klasse schneller um den Kurs Portiamo in Portugal hetzen? Bei uns ist alles Konkurrenz. Ob es Backgammon ist oder Kartenspielen oder was weiß ich, Autofahren dann natürlich ganz besonders. Ja, es ist alles ist Konkurrenz bei uns. Johannes, 28, und Ferdi, 24 Jahre alt, stammen aus einer erfolgreichen Rennfahrerdynastie. Beide haben das Talent vom Opa, dem Bergkönig, und Vater Striezel geerbt. Ferdi ist aktuell im Porsche Cup aktiv. Der ältere Johannes gehört zu den Gewinnern der 24 Stunden auf dem Nürburgring. Aber wer kann schneller mit einer 510 PS starken Fahrmaschine umgehen? Bevor es auf die Rennstrecke geht, lernen die Brüder den AMG C63S auf der Landstraße kennen. Sollen wir mal unter die Motorhaube schauen? Ja, ich glaube, da haben wir einen V8. Mach doch mal auf. Schau dir das mal an. 4 Liter Biturbo. Und das Krasse ist, die Turbos liegen in V. Das ist natürlich schon platzsparend. Der V8 ist im Vergleich zu seinem Vorgänger um 2,3 Liter geschrumpft. Trotzdem verspricht AMG mehr Performance, mehr Sound und mehr Leistung. Die S-Variante kommt mit heftigen 510 PS. Noch heftiger wird's beim Preis. Mindestens 84.000 Euro sind für den Schwaben fällig. Für sportliches Schalten gibt es ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Genau das Richtige für zwei junge Rennfahrer. Weißt du, wo das Auto angeht, oder soll ich dir helfen? Digga. So, anmachen. Auf geht's. Das hört schon eigentlich nach Rennauto an, oder? Der Fahrmodus bestimmt das Sounddesign, also auf Race schalten und jedem Bescheid geben, dass da ein dicker V8 kommt. Jo und Ferdi interessiert erstmal nur, wie brachial es nach vorne geht. Ja, ich merke schon, auf der Rennstrecke werde ich dir so die Hosen ausziehen. Du wirst keine Chance haben. Alter Fahrer. Wenn wir es überhaupt bis dahin schaffen. Boah. Jo drückt aufs Gas und entdeckt die Racing-Qualitäten des Achtzylinders. Kein Wunder, denn das gleiche Aggregat werkelt im Porsche Jäger AMG GT. Früher bin ich immer nach dem Motto gegangen, wenn ich Mercedes fahren will, rufe ich mir ein Taxi. Aber den würde ich mir höchstens vom Chauffeur bringen lassen. Aber dann nehme ich auf jeden Fall das Lenkrad. Ey. Ist ja mal richtig beeindruckend. Wie beeindruckend, das würde auch Ferdi gern wissen. Doch Jo entwickelt eine erstaunliche Verzögerungstaktik beim Übergeben des Lenkrades. Der Seite des Autos fühlt man sich gleich viel wohler. Ja, man fühlt sich auf der Seite auf jeden Fall unwohler. Der C63S ist die höchste Ausbaustufe der neuen C-Klasse. Das Sportcoupé soll BMW und Audi die Kunden klauen und Beifahrern Angst machen. Dafür haben sich die Ingenieure ein dreistufiges Sportfahrwerk für mehr Kurvenstabilität ausgedacht. Zeit für Ferdi, genau das mal auszuprobieren. Dass der mit 510 PS nicht ausbricht. Man muss es halt schon forcieren. Ja, das ist schon echt Wahnsinn. Also das ist fast schon idiotensicher. Also genau das Richtige für dich, sag ich mal. Ob der Benz wirklich der Richtige für Ferdi ist, wollen die beiden hier herausfinden. Auf dem Autodromo do Algarve in Portugal. Auf der 4,7 Kilometer langen Rennstrecke testet im Winter gerne auch die Formel 1. Tausende Sachen kann man auf der Rennstrecke machen, die man auf der Landstraße nicht machen kann. Und deswegen freue ich mich ungemein, dass es jetzt auf die Rennstrecke geht. Und dann lassen wir richtig die Sau raus. Auf der Rennstrecke sieht man dann halt immer direkt, war ich jetzt besser, war ich schlechter, habe ich zu früh gebremst, wie war die Kurvengeschwindigkeit, wie war der Exit von der Kurve. Ja, das macht es halt sehr spannend. Denn wenn sich die Brüder battlen, dann am liebsten auf der Rennstrecke. Dafür haben sie sich ein S-Modell mit Keramikbremsen ausgesucht. Ganz einfach was zusammen machen geht gar nicht, weil es natürlich immer der eine sagt links, der andere sagt rechts. Und insofern müssen wir immer einen Kompromiss finden. Also es geht nichts ohne Diskussion.
Auf dem 4,7 Kilometer langen Rundkurs kann man wunderbar seinen Bruderzwist ausleben. Man kann driften, die krasseste Kurve ausfahren und natürlich messen, wer die schnellste Runde in den Asphalt brennt. Los geht's mit der Fliehkraft-Challenge. Bei der G-Kurven-Challenge geht es darum, das Fahrzeug mit möglichst viel Geschwindigkeit und möglichst viel Grip durch die Kurve zu führen. Und sobald das Fahrzeug instabil wird, verliert man natürlich die G-Kraft. Und ja, das ist im Prinzip, wer mehr G erzeugt durch die Kurve, ist auch der Schnellere durch die Kurve. Ferdi legt vor. Es geht darum, das 1,8 Tonnen schwere Coupé in den Grenzbereich zu bringen. Jo hat zur Kontrolle ein G-Messgerät angebracht. So ist klar nachvollziehbar, wer mehr Fliehkraft erzeugt. Ferdi sorgt daher für ordentlich Speed. 30, 240, 250 und Anker. Der Profi-Rennfahrer wird langsam warm. Wie viel Querbeschleunigung, also seitliche G-Kraft, kann er in der Kurve erzeugen? Zum Vergleich, eine Achterbahn bringt es maximal auf 4G. Ich hab dein rechtes Bein zucken sehen. Digga, bei mir zuckt nicht nur das rechte Bein. Ich glaube, in meinem Körper zuckt jeder Muskel. Muss immer schön dran denken, wenn es untersteuert, bei langen Kurven nicht weiter einlenken, sondern ein bisschen aufmachen, damit er wieder grippt. Ich bin gerade nicht aufnahmefähig. Ferdi schafft einen Spitzenwert von 1,3 G. Zur Freude seines Bruders, der sich gute Chancen ausrechnet. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal einen Fahrerwechsel. Ja, du hast hier auch immerhin 1,3 G geschafft. Und das ist schon eine Menge. Respekt, hast einiges von mir gelernt in den letzten Jahren. Das ist aber nett, das zu hören. Nicht nur Sprüche klopfen, sondern auch liefern. Jo hat sich für seine Messung eine langgezogene Kurve ausgesucht. Mit über 200 zieht er rein und am Ende stehen auf dem Messgerät 1,4 G. Woo! Alter, da geht ordentlich was hier. Innerhalb eines Zehntels lagen wir mit dem G, aber der Punkt geht an mich. Tut mir leid. Naja, also. Ich bin der Meinung, es gibt auch Messfehler in diesem Bereich. Und, ja, aber der Messfehler, der liegt wahrscheinlich in den 10 Kilo mehr, die ich habe. Ja. Was machen wir jetzt? Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir mal, wer den geileren Drift rauslassen kann. Alles klar. Das ist für beide ungewohnt, denn Rennfahrer versuchen eigentlich, Drifts zu vermeiden. So, Digga, jetzt zeige ich dir mal, wie man driftet. Jeder hat 3 Versuche. Versuch 1 von 3. Die Strategie ist klar. Richtige Geschwindigkeit, dritter Gang und schön von außen nach innen und drauf den Schlag. Na, gar nicht so einfach, 700 Newtonmeter im Drift zu halten. Das war mal der erste. Ja, der war ganz passabel, würde ich mal sagen. Ferdi sieht seine Chance, die Challenge zu gewinnen. Versuch Nummer 2. Das geht noch besser. Aber du hast jetzt natürlich schon auch einen Vorteil, dass du da erstmal mitfahren darfst. Ja. Naja. Du weißt jetzt genau, welchen Gang der Joe nimmt. Ich habe den einzigen Vorteil, dass ich, wenn ich gleich drifte, mir schon vollkommen schwindelig ist von deiner Drifterei. Mir wird ja von meiner Drifterei selber auch schlecht. Der letzte Versuch. Es ist dann doch gar nicht so leicht, wie man vielleicht zunächst denkt. Man muss das Auto schon wirklich dann auch in den Drift zwingen und richtig reinschmeißen in die Kurve. Und dann muss man auch erstmal den Mut aufbringen, weil man ja weiß, was dann gleich kommt, da jetzt voll drauf zu latschen. Und es hat ein paar Anläufe gebraucht, aber jetzt am Ende, ich könnte jetzt noch ein paar Runden drehen auf jeden Fall. Daraus wird aber nichts, denn jetzt ist Ferdi an der Reihe. Und der 23-Jährige geht nicht so zaghaft an die Sache ran. Ja, Digga, das war jetzt aber nix, ey. Also, das war ja mehr untersteuern als übersteuern. Das ist nicht so einfach. Der zweite Versuch, sauber zu driften. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. War schon ein bisschen besser. Ja, war schon besser. Der letzte Versuch. Noch ist Jo in Führung. Alter, der war gut. Aber ich glaube, meiner war länger. Ich glaube, ich hatte noch 10 Meter mehr. Ja, das ist dann schon eine Millimeterentscheidung. Ey. Wow, aber nicht schlecht. Wohin, du hast schon. Saugeil. Aber wer war denn jetzt besser? Beide beanspruchen den Sieg im Drift für sich. Kein Problem, wir schauen genau hin und vergleichen die Bilder. Boah, schau mal, wie ich schon quer ankomme da oben. Bisschen Rauchentwicklung, ja gut, war schon recht früh aufgehört. Aber ich habe ihn länger rausgezogen. Ja, nicht der allerschönste Drift, finde ich. Gerade als Rennfahrer ist ja Driften heißt immer Zeitverlust. In dem Fall
war Driften geil, hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, vor allem, wenn man es kann, macht es natürlich Spaß. Aber ja, vor allem, wenn man es sich vorher viermal beim großen Bruder anschauen kann und dann praktisch schon Referenzwerte hat. Ja, und jetzt kommst du. Ich finde, um ehrlich zu sein, dass mein Drift ein bisschen flüssiger war. Flüssiger und du hattest ein bisschen mehr Rauchentwicklung. Ich glaube, mit Ruhm bekleckert haben wir uns beide nicht wirklich. Das stimmt. Lass doch mal zu dem übergehen, was Rennfahrer wirklich können. Der Königsdisziplin, der schnellen Runde. Ferdi macht den Anfang im Bruderduell. Also wir sind ja mehrere Jahre zusammen Rennen gefahren und auf dem gleichen Auto. Ja, und da geht es halt immer auch um die tausendstel Sekunden. Und da will man natürlich nicht schlechter dastehen als sein Bruder, das ist ganz klar. Ferdi startet ohne Launch Control und lässt die Hinterräder mächtig qualmen. Sieht gut aus, kostet aber Zeit. Und die muss Ferdi jetzt auf der Strecke wieder reinholen. Die Stärke meines Bruders ist einfach, dass er, glaube ich, den Popometer von meinem Dad geerbt hat. Und bei dem kommt es halt alles aus dem Bauch raus. Und der steigt einfach ein und gibt Vollgas. Das ist definitiv eine Stärke. Ferdi gibt voll Stoff. Er wählt statt der Race-Einstellung den Sportmodus und fährt so mit eingeschalteter Traktionskontrolle. Seiner Meinung nach die beste Strategie gegen seinen erfahreneren Bruder Johannes. Und? 2,4. Ich würde sagen, meine Runde war vielleicht nicht ganz so sauber. Ich habe es vielleicht nicht übertrieben, das Auto vielleicht ein bisschen überfahren. Mit der Launch Control, das hätte ein bisschen besser laufen können. Da habe ich natürlich schon ein bisschen was verloren. Aber was ist die Zeit wert? Johannes wählt den Race-Modus und schaltet die Launch Control ein. Bremse drücken, Vollgas und dann Fuß vom Bremspedal. Der Start klappt. Perfekt. Im Race-Modus lässt der AMG die rohe Kraft seiner 510 PS ohne technische Helferlein auf den Asphalt los. Ich war ein bisschen konservativer und ich glaube, die Rechnung ist ganz gut aufgegangen. Hinten raus habe ich dann noch mal ordentlich Gas gegeben, bin noch mal quer gestanden. Kostet ihn dieser Fehler den Sieg? Jo gibt alles. Er will auf jeden Fall seinen Bruder schlagen. Im Ziel hat der Münchner eine Zeit von 2 Minuten und 11,6 Sekunden. Tja, und damit ist Jo leider langsamer als sein jüngerer Bruder. Ja, ich hab's ganz gut erwischt, bin vielleicht ein bisschen zu sehr ans Limit gegangen. Aber für Johannes hat's allemal gereicht, von daher, ja, was soll ich noch dazu sagen? War top. Den Gesamtsieg holt sich Ferdinand, aber ein echtes Bruderduell geht nie wirklich zu Ende. Zu FIFA verloren, in Call of Duty verloren. Vom Backgammon schuldet sich mir noch ein 20.